UX macht aktuell ein Gewinnspiel, dauert nur ein paar Sekunden damit zu machen. Verlinkung in der Videobeschreibung. Ihr könnt ein Jersey gewinnen, hallo? Ist dies das wahre Leben oder nur Einbildung? Ein Erdrutsch reißt mich mit sich. Kein Entkommen vor der Wirklichkeit. Ein neues UX Charlie Video. Übrigens, ich mache in letzter Zeit immer Werbung für das UX Gaming Jersey. Was ihr mittlerweile gewinnen könnt, ganz oben in der Videobeschreibung ist dafür ein Link. Ich habe ja schon mal das Thema gleichgeschlechtliche Liebe in Videos thematisiert. Sehr komische Einleitung für ein Video, wo Floyd nicht mit dabei ist. Und da hatte ich mich ja zum Beispiel auch gefragt, was homophobe Menschen bitte für Musik hören. Wahrscheinlich Mert. Aber das ist ein anderes Thema. Aber diese Leute dürfen dann bei We Are The Champions meiner Meinung nach nicht mehr mitsingen. Übrigens im Hintergrund sehr weihnachtlich mittlerweile, falls ihr es sehen könnt. Weihnachtsbaum und so. Thank God it's Christmas. Aber dieses Jahr hat mich unter anderem der homo- bzw. bisexuelle Frontmann der Band Queen namens Freddie Mercury begeistert, obwohl er schon seit über 10 Jahren tot ist. Beziehungsweise noch sehr viel mehr Jahren. Okay, wo fangen wir jetzt wieder an mit der Geschichte? Ich hatte auf jeden Fall als kleines Kind einen Kassettenrekorder und ich habe Kassetten generell geliebt. Bro, was war das denn? Ich glaube, ich habe 3 Leute angeschossen und nur einen getötet. Und immer wenn ich das Geld dafür hatte oder meine Eltern mal spendabel beim Einkaufen waren, dann habe ich eine neue Kassette dazu bekommen. Die Kassetten habe ich natürlich nicht nur einmal gehört, sondern 10 bis 20 Mal oder so. Und dann hingen sie mir dann auch wirklich aus den Ohren raus. Teilweise bei manchen Folgen ein paar weniger, aber darum geht es jetzt auch gar nicht, ja? Auf jeden Fall war mein Arsenal an Benjamin Blümchen Kassetten irgendwann mal auch ausgeschöpft. Dann hatte ich meinen Vater gefragt, ob er vielleicht noch eine Kassette aus seiner Zeit, die er gerne gehört hat, damals übrig hat, die ich dann hören kann, mal zum Einschlafen. Und so habe ich damals mein erstes Queen-Album gehört und den einzigen Song, den ich auf dem ganzen Album geil fand, war We Will Rock You. Expired. That's a kill. One by Dead Bad. Und ich meine, ich war da gerade erst in der Grundschule, ich konnte mich nicht mal auf Englisch vorstellen, aber ich habe das so gefeiert, einfach da mitzusingen, obwohl ich natürlich nicht die Lyrics kannte. Aber dieses Energische in der Stimme und irgendwie diese Rhythmik, ich habe das einfach gefeiert und ich konnte sogar selbst mitmachen. Also ich meine, geil. Oh, dieser Bastard. Und so habe ich dann in der 3. oder 4. Klasse von meiner Mutter zum Nikolaus The Queen, The Greatest Hits bekommen auf CD. Es war eine Offenbarung. So, aber auch schon in der Grundschule war ich wirklich sehr, sehr ruhig und habe relativ wenig so gesprochen, wenn es nicht, also ich habe halt nicht gesprochen, wenn es nicht nötig war. Wisst ihr, wie ich meine? Also das Gegenteil von den Videos hier eigentlich. Und das bin ich eigentlich auch bis heute, kann man sagen. Also mit anderen Menschen rede ich eigentlich nur, wenn es auch wirklich nötig ist. Und so in den Videos hier, da spreche ich halt mehr so für mich, über mich, mit mir. Wisst ihr, wie ich meine? Dead. Tot. Nun gut, aber zusammenfassend, ich halt mehr so ruhiger Typ schon damals. Und wenn ich dann von der Schule nach Hause gekommen bin, habe ich diese Queen-CD oben in meinem Zimmer angemacht und ich habe es halt wirklich zelebriert. Ich meine, stellt euch mal so einen rothaarigen, 8-jährigen Riesenkoloss-Baby vor, was in seinem Zimmer auf und ab geht und dabei We Will Rock You zelebriert. Nicht singt, zelebriert. ohne den Text zu kennen. Also ich meine, die Lyrics mit We Will Rock You habe ich noch verstanden, aber danach war es dann wirklich mehr nur so gemurmelt. Ich bin da wirklich drauf abgegangen, wie die Prankbos, wenn sie sich wirklich zum 10.000. Mal nochmal gegenseitig pranken und es immer noch keinem auffällt, dass es fake ist. Also wirklich, so bin ich abgegangen. Ist das die Realität? Ist das nur Fantasie? Und so diese Variation, aber auch das Gefühl innerhalb der Stimme, die so übermittelt wird, wenn man sich diesen Song anhört, es ist einfach geil. Das hat mich einfach schon damals so getriggert. Damn, UX Charlie, unaufhaltsam hier gerade. Alter, was eine Final Killcam, da hat er wirklich lang gebraucht, um den Kopf zu treffen. Wie der Elefant in der Sahara. Falls es überhaupt Elefanten in der Sahara gibt. Und ich glaube, dieses ganze Gefühl innerhalb von Queen-Songs merkt man halt auch so richtig, wenn man sie selbst so mitsingt. Also man wird halt so richtig eingesogen. wenn ihr versteht, wie ich das meine, ich weiß es nämlich auch nicht so ganz. Wie ihr alle wisst, ist mein Auto von 1991 und es hatte am Anfang nur einen CD-Player bzw. ein Radio, als ich es bekommen habe. Mal ganz kurz, Sniper sind echt trash in dem Spiel irgendwie. Außer UX Charlie. Ich nehm's zurück, Leute, ich nehm's zurück. Also habe ich 2016 meine Queen-CD von der 4. Klasse an reanimiert und bin damit unter anderem zu meiner Abiturklausur gefahren mit Don't Stop Me Now. Und ich habe es wirklich wieder, ich habe es wieder so angefangen zu fühlen, wirklich, ich bin richtig ausgerastet im Auto. Morgens war ich so müde, hab dann die CD angemacht und ich habe es halt so krass gefeiert. So, ich habe das wieder angefangen so krass zu zelebrieren in meinem noch kleineren Raum diesmal. Aber es war wieder so eine Parallele wie zur 4. Klasse. Also wirklich, die Autofahrer müssen bei meinem Anblick Angst gehabt haben und das lag nicht nur an meinen Fahrkünsten. Ja.
und so habe ich wieder so den Faden zu Queen gefunden und deshalb war ich dieses Jahr unter anderem auch auf einem Konzert. Ich werde euch mal das Video, was ich auf Instagram davon gepostet habe, verlinken und dann habt ihr so ungefähr einen Eindruck, wie genial das war. Also an der Stelle folgt mir auf Instagram, falls ihr es immer noch nicht gemacht habt. Wo lebt ihr denn überhaupt? Juhu! Adam Lambert, der dann natürlich anstatt Freddie Mercury gesungen hat, ist natürlich nicht Freddie Mercury. Irgendwie logisch. Also ich würde Freddie Mercurys Art eher so als maskulin, homosexuell bezeichnen und Adam Lambert ist dann mehr so in die Richtung Drag, Trans, homosexuell. Wenn man das so charakterisieren kann, keine Ahnung. Also Adam Lambert ist eigentlich nur so von seiner Art so die Version von Freddie Mercury, wenn er halt in unserer Generation oder eine Generation vor uns geboren wäre. Er ist so eine Art moderner Freddie Mercury, wenn man das so sagen kann. Wobei mir das bei der Kunst eigentlich relativ egal ist, so wie bei allen anderen Menschen, mit denen ich so umgeben bin, ob die homo, hetero oder beides sexuell sind. Also jede Form von Liebe, die keine Menschen schadet, ist für mich tolerierbar bzw. auch akzeptierbar. Ich habe als Kind mal meine Mutter gefragt, was Homosexualität denn überhaupt ist oder was Homosexuelle sind und warum sie so sind. Und sie hat mir das dann damals so erklärt, dass Homosexuelle verzaubert sind. Also versteht mich jetzt nicht falsch, sie meinte damit jetzt nicht irgendwie, die sind krank und müssen geheilt werden oder irgend so eine kranke Scheiße, sondern sie meinte damit halt eher, dass Homosexuelle natürlich anders sind, also in gewissen Punkten halt andere Neigungen haben als andere Menschen. Also innerhalb einer heterosexuellen Gesellschaft sind Homosexuelle halt eben anders. Also jetzt nicht halt so, oh, die kommen vom anderen Ufer anders, sondern die sind halt einfach nur natürlich nicht negativ behaftet anders. Und so habe ich es dann halt auch aufgefasst bzw. verstanden. Ich finde, man kann sich als heterosexueller Mensch halt auch schwer in sowas hineinversetzen. Am besten fragen wir einfach mal im nächsten Video Floyd, wie es ihm dabei geht. Homosexuelle sind halt einfach Querdenker, also in gewissen Punkten einfach ein bisschen anders als andere. Und insofern finde ich die Bezeichnung verzaubert eigentlich ganz süß. Dead. Smoke checked. No mad wait. Ooh. Firing for effect. Enemy unit standing by. Ooh. Yeah. Mad shot. Didn't mean to make you cry. Ich finde Freddie Mercury, aber auch Adam Lambert sind halt einfach ein perfektes Beispiel für solche Querdenker. Die sind oder waren einfach die Essenz von sich selbst, wenn sie performen. Und dabei kommt unglaublich schöne und prägende Kunst raus. Aber Freddie Mercury hat dabei nie gesagt, hey, ich bin homosexuell, so ist das halt eben, aber ich mache trotzdem mein Ding. Sondern er hat halt gesagt, hey, ich mache mein Ding, so wie ich das will. Das verstehen jetzt die ganzen Simon Desio Abonnenten unter euch wahrscheinlich nicht, aber denkt mal ein bisschen länger drüber nach. Er führt halt seine Kunst unter keinem Banner aus. Also sagt jetzt nicht, ich bin homosexuell und so machen das Homosexuelle, sondern macht es halt einfach, wie er das will. Also komplett individuell unter seiner eigenen Flagge. Boah, sehr schönes Bild an der Stelle. Also er bezeichnet sich halt nicht als homo, hetero oder bi oder so, sondern er bezeichnet sich als sich selbst. So, und während auch in der heutigen Zeit sehr viele Leute von Realness reden und Montana Black gefeiert wird, weil er ja so real ist. Ja, nee. Aber wie ich jetzt Montana Black wieder hier eingebaut habe, ist natürlich wieder eine Kunst für sich. Denn Künstler ist für mich halt auch erst richtig geil, wenn er seine Kunst nicht mehr erklären muss, sondern sie da einfach stehen lässt. Wenn er keine Reaction-Videos zu irgendwas macht. Es steht den Leuten, die diese Kunst angucken, halt immer noch frei, was sie darüber sagen. Also entweder sagen die Leute über die Kunst, okay, interessiert mich nicht oder verstehe ich nicht oder Alter, das ist ja mal richtig geil, das feiere ich. Oder halt, Digga, Schwule sind für mich keine Menschen, ja? Also ich toleriere die zwar nicht, aber ihr müsst tolerieren, dass ich sie nicht toleriere. Digga, kauft mein Album. Auch den Film Bohemian Rhapsody habe ich dieses Jahr gesehen, wo Freddie Mercurys Geschichte oder beziehungsweise die Geschichte von Queen auch so ein bisschen thematisiert wird. Und dann kann man auch ein bisschen eher nachvollziehen, warum Freddie Mercury so war, wie er eben war. Und das finde ich unglaublich inspirierend. Und man merkt halt auch, dass die größte Intention von Freddie Mercury als Künstler eben war, die Welt mit seiner Kunst zu beeindrucken, aber irgendwie auch zu verzaubern.